herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist ja der 28.10. Montag und wir befinden uns im Spuktober. Heute mache ich was Leckeres und zwar einen leckeren Darm. Das hört sich jetzt doch nicht so lecker an. Wir machen es trotzdem und ich zeige euch jetzt, was ich dafür alles brauche. So, für den Darm haue ich hier gerade auch schon Blätterteig auf, habe ich bei Edeka gekauft im Tiefkühlregal. Und die müssen warm sein und ich hole jetzt schon mal alles raus, was ich für die Füllung brauche. Das ist die Schale, wo ich den Darm nachher reinmachen werde. Hier habe ich einmal Hackfleisch, ein paar Zwiebeln, Zucchini, vielleicht nehme ich mir noch eine zweite, falls die Füllung so nicht ausreicht. Und ich warte aktuell noch auf meinen Kürbis, weil der kommt natürlich auch da rein. Und das anrühren werde ich das in dieser Schale. So, kleines Zwischenupdate. Hier ist meine Zucchini, die habe ich gerieben, meine Zwiebeln, hier ist Frischkäse, Ei. Und ich habe Garam Masala dran, ne? Das kriegt man im Afrika-Shop. So, Kürbis ist jetzt auch drin, wie man sieht. Und ich habe dann nochmal ein Hackfleisch geholt. Und das heißt, wir vermengen das jetzt richtig gut durch. Und Paniermehl hatte ich auch noch reingemacht. Und hier vor mir liegt schon mein Blätterteig. Der muss jetzt langsam warm werden. Und dann rollen wir den aus. Legen den mit der Füllung. Und packen das dann zusammen hier in diese Auflaufform rein. So, ich nehme hier so eine Platte. So, ich habe die Füllung einmal in die Mitte reingelegt und jetzt müssen wir das Ganze quasi umklappen hier. So. Könnte natürlich jetzt mit Ei auch festkleben. Ich denke aber nicht, dass das notwendig ist. Und dieser kleine Darm, der kommt jetzt einfach hier rein. So ist es jetzt hier drin. Und wir schlagen auch schöne Wellen. Und so machen wir jetzt mit allen weiter. Ja, ich habe hier noch einmal die Pulverfarbe mit Wasser kurz aufgelöst und also nur mit ein ganz wenig Wasser und dann habe ich noch ein Ei dazu gegeben in die Tasse und mit dieser Mischung bestreichen wir jetzt die ganzen Gedärme. Oh, das sieht aber wirklich richtig gut aus, die Farbe. Die Menge ist also komplett ausreichend, wie ihr seht. Mein Blätterteigdarm ist fertig. Und der sieht auch richtig, richtig cool aus. Und ich habe mir jetzt schon etwas abkühlen lassen, aber es ist immer noch ultra heiß. Ja, ich bin echt zufrieden mit der Farbe. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch gucken, ob der schmeckt. Mmh, der schmeckt auch extrem lecker. So, schaut mal, hier habe ich meine Portion. Hupala, sorry. Mmh. Also es ist auch nicht so flüssig geworden, sehr fest und fluffig von der Konsistenz wegen dem Frischkäse. Mmh. Mmh. Ja, also es schmeckt total lecker. Das solltet ihr mal unbedingt ausprobieren. Mit der Füllung seid ihr natürlich komplett flexibel, da könnt ihr reinmachen, was ihr wollt. Auch Tomate und Feta zum Beispiel oder anderen Käse oder auch komplett vegetarisch. Ich fand es mit dem Kürbis und dem Hackfleisch jetzt sehr, sehr lecker. Mmh.
Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns schon morgen wieder. Tschüss!